Damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück, liebe Trodianer, hier zu Rune Factory 5, 5, whatever! So, wir sammeln das ein und bringen das weg. Okay, also am Anschlagbrett wahrscheinlich wieder gibt es neue Missionen für uns. Besorge Steinblöcke, indem du Steine und Felsen mit dem Hammer bearbeitest. Leg sie anschließend in die passende Kiste. Hallo, wenn du schmieden willst, dann musst du stark sein. Am besten wirst du fit, indem du mit Steinen arbeitest. Da wirst du das hier brauchen. Hey, wir haben unseren Hammer. Zerschlage die Felsen und Brocken auf deinem Feld mit dem Hammer. Dann hast du schon bald jede Menge Stein. Und keine Sorge, falls irgendwann keine mehr da sind, nach einer gewissen Zeit findest du mit Sicherheit noch mehr. Ausrüsten. Erhalten. So, fangen wir mal an. Okay. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ach, damit kann ich die Felder auch wieder zurück verwandeln. Nett zu wissen. Die RP-Punkte gehen echt schnell runter, ne? Okay, wo sollten die jetzt hin? Leg sie anschließend. Quest clear. Okay. Quest clear. Immer dranbleiben, dann kriegst du schöne, dicke Muckis. Und du weißt ja, Muckis können jedes Problem lösen. wirklich? Du wirst eine Bauholz-Steinkiste brauchen, um Steinblöcke aufzubewahren. Falls du sie aus Versehen kaputt machst, kriegst du im Studio Palmo eine neue. In Dungeons kannst du den Hammer auch benutzen, um Erz abzubauen, aus dem du Metall und Juwelen gewinnen kannst. Die wirst du brauchen, wenn du dir gute Möbel basteln willst, also halte Ausschau danach. Hol dir Steinblöcke aus der Truhe. Okay. Na, komm. Werfen? Nee, eigentlich da rein. Halten. Platzieren. Halten. Warte mal. Platzieren. 3, 3, 4. Okay. Ja, dann. Ja. Dann platzieren wir mal. Okay, gut. Haben wir die Aufgabe auch erledigt. Also, wir haben jetzt zwar hier noch Steine auf unseren Feldern, aber schlussendlich ist es ja rein theoretisch erstmal egal noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich habe nur dreimal... Ich habe nur dreimal gedrückt. Mann. Steinblöcke 4. Oh, jetzt Steinblöcke reinwerfen. 22 und 24. Nur, das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal ein schönes Sümmchen, oder nicht? Wir fischen. Hallo, wie geht's? Ich habe in letzter Zeit jede Menge gefischt. Bald werde ich noch zur Meisteranglerin. Angeln macht so viel Spaß, aber ich sehe nicht oft andere Leute dabei. Hier, also eine Kleinigkeit für dich. Du hast eine Bliegeangel erhalten. Wenn du in einem Fluss oder im Meer Schatten von Fischen siehst, dann leg die Angel an und wirf sie mit dem B-Knopf aus. Wenn ein Fisch anbeißt, siehst du, wie der Köder unter die Oberfläche verschwindet. Dann musst du den B-Knopf drücken und ihn einholen. Es gibt nichts Spannenderes, als wenn ein großer Haar anbeißt. Ich bin schon gespannt, was du an Land ziehen wirst. Behalten. Und da darf ich dann wahrscheinlich angeln.
Okay, jetzt muss ich, also mehr wird jetzt erstmal beim Angeln nicht erklärt. Warten, bis einer anbeißt. Da ist einer. Ha! Was ich alles fange. Stiefel, 18,6 cm. Eine Dose, 17,8 cm. Na komm, wer von euch süßen Beißen da mal an? Na komm, beiß an. Nein, anbeißen. Hurra, ein neuer Rekord für den größten Fang dieser Art. Dose, Rekord 18,2. Ernsthaft? Nun gut, also das ist das Angeln. Wie wir einen richtig großen Fisch an Haken bekommen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt einen Fisch bekommen muss oder reicht, dass ich angeln war. Reicht, dass ich angeln war. Okay. Boah, gar nicht übel. Wenn du mit dem Angeln dranbleibst, wirst du vielleicht eines Tages mein Erzrivale. Oh, 300 Gold. Finde ich gut. Und? Das war's. Okay. Und wieder ein neuer Auftrag. Kommen die ganze Zeit neue Aufträge, was sozusagen eigentlich das Tutorial wahrscheinlich darstellt. Ich habe noch Kartoffeln. Dann sehe ich die doch mal aus. So. So. Wunderbar. Okay. Also, weiter geht's mit dem Tutorial. Leg etwas Gras in die Düngerkiste und ernte eine Kartoffel. Vielen Dank für die ganze Arbeit auf der Farm. Gibst dir dabei wirklich Mühe? Danach musst du ziemlich müde gewesen sein. Wusstest du aber, dass der Boden auch müde werden kann und dann nichts wächst? In dem Fall kannst du mit Dünger wiederherstellen. Du brauchst nur eine beliebige Art Gras in die Düngerkiste zu werfen. Dann bleibt dein Boden gut versorgt. Wenn dir der Dünger ausgeht, solltest du erstmal nichts anpflanzen, damit sich der Boden allmählich von alleine erholen kann. Okay, wo ist die Düngerkiste? Okay. Ich sollte die Düngerkiste mit Unkraut und Gras füttern, damit meine Felder gesund bleiben. So viel Dünger habe ich noch. Eins. So, die platziere ich aber jetzt mal daneben. Habe ich da echt Holz übersehen? Naja. Okay. War ja so gesehen relativ einfach. Gut gemacht. Ein gesunder Boden braucht regelmäßig Dünger. Also gib jeden Tag welchen hinein. Und vergiss nicht, überschüssiges Gras und Unkraut in die Düngerkiste zu geben. Küste, Kiste. Ich habe verwelktes Gras erhalten. Ernsthaft? Okay, dann gebe ich mal verwelktes Gras da rein. Ja. Erledigt. Neue Aufgaben warten auf mich. Oh. Psst. Ich
mag glänzende Sachen, aber in letzter Zeit habe ich hier kaum welche gesehen. Ich habe gehört, dass man mit einem Hammer Eisen abbauen kann. Eisen glänzt so. Ich will welches sehen. Popey, weißt du, wie man mit einem Hammer umgeht? Falls ja, dann bau doch bitte etwas Erz ab. Hol dir Eisen und zeig es mir. Erz findest du in Dungeons. Nicht ganz richtig, kleine Lady. Ich habe hier was gesehen und das kann ich dir gerne mal präsentieren. Das ist nämlich das hier. Nein, nein! Aha. Habe ich dafür meine Kartoffeln denn wiederbekommen? Nein! Ich habe sie nämlich schön zerstampft in den Boden rein. Richtig in den Boden gestampft. Sau, was ist... Ach, leck mich doch. Ah, Eisen. So hübsch, so glänzend. Und mit einem besseren Hammer findet man noch glänzendere Sachen. Bringe alle Freundschaften auf mindestens Stufe 1, ernte eine Kartoffel. Na, baust du denn Gemüse an? Ich hoffe es doch, ich habe nämlich eine Herausforderung für dich. Ernte Kartoffeln. Zur Feldarbeit gehört es, Samen zu pflanzen, sie wachsen zu lassen und zur richtigen Zeit zu ernten. Nicht schwer, oder? Deshalb möchte ich, dass du ein paar selbst angebaute Kartoffeln erntest. Meinst du, das kriegst du hin? Mama sagt, dass ich mich mit allen besser vertragen soll. Sie meint, das klappt am besten, wenn man mit Leuten redet oder ihnen Geschenke gibt. Aber ich wünschte, das würde jemand mit mir üben. Ganz allein ist das irgendwie peinlich, weißt du? Außerdem habe ich gehört, dass man im Kampfmenü unter Freundesstatus nachsehen kann, wie gut man mit jemandem sich versteht. Okay, also, das heißt, jetzt haben wir hier ein paar nette Aufgaben. Wir müssen Kartoffeln ernten, wir müssen die Freundschaft nach oben bringen. Sie sitzt hier und wartet. Hallo, heute ist der perfekte Tag, um Wäsche zu trocknen, auch auszuhängen. Was wohl alle für den Kochbewerb morgen vorbereiten? Ich freue mich schon drauf, die ganz verschiedenen Gerichte zu sehen. Ziehen wir gemeinsam los? Ach, tut mir leid, das kann ich gerade nicht. Vielleicht anderes Mal. Okay. Das hatten wir ja schon, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich hier irgendwo Geschenke hätte. Bisschen umständlich, aber hey, komm. Vielleicht freut sie sich hier über Reis. Reis ist schön. Ach, danke, wie lieb von dir. Priscilla, 26. Und ich soll alle, ne? Boah. Ernsthaft? Es ist eine ganz schöne Herausforderung, ne? Also das muss man ja mal ehrlich sagen. Also brauche ich jetzt noch ein anderes Geschenk. Danke. Hä? Ina, da ist sie doch. Immer noch nicht? Ina, darf ich da noch einen geben? Yippie, danke. Also irgendwie wäre ich das Gefühl nicht los, dass drüben nicht gerade die beste Wahl ist. Nope. Freut sie sich vielleicht über einen Pilz? Hä? Das will ich nicht, danke. War das jetzt gerade echt ernsthaft? Hat sie mir gerade einen Kopf verpasst? Ich
bin gerade runtergerutscht. Okay. Sehe ich irgendwo, was sie vielleicht mag? Irgendwelche Informationen? Ein junges Wärtiermädchen, das von Troplay von Monstern gerettet wurde und dann mit seiner Mutter nach Riegbad zog. Ziemlich spontan und wird leicht von Neuem abgelenkt. Schwer zu durchschauen und sich oft nicht bewusst, wie sich seine Worte auf andere auswirken. Irgendwas anderes? 3D-Modus. Keine Information sonst weiter, die ich hier irgendwo rausnehmen könnte. Ne, nur sowas. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen von dem Spiel auf den Arm genommen. Gibt es hier irgendwo einen Weg raus? Warte mal, darf ich hier in die Richtung eigentlich raus? Nach da oben hin dürfte ich raus. Dahin dürfte ich raus. Halt. Da ist ein Event. Aber mir fällt gerade auch auf, ich darf wieder Sachen abbauen. Okay, ganz vorsichtig. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9. Hammer weg. Geh da jetzt echt sau vorsichtig ran. Zwei, drei. 1, 2, 3. Yippie, okay. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal rüber zu diesem Event. Das ist so ein Schwachsinn, dieser Dash. Wow, und durch diese Büsche kann ich nicht durchlaufen. Naja, okay. Ina? Was ist los? Mami. Sie hat von ihrer Mama geträumt. Arme Kleine. Hast du eine Ahnung, wo ihre Mutter sein könnte? Bevor du Hina gerettet hast, wurde sie und Misa getrennt. Seitdem haben wir keine Spur mehr von ihr gesehen. Oh nein. Ich kenne meine Schwester. Wenn sie es in der Zivilisation geschafft hätte, hätte sie uns Bescheid gesagt. Sie hört sich noch im Wald herum. Ich verstehe. Ich vermisse meine Mami. Nicht weinen, Hina. Ich suche deine Mutter. Ja, wirklich? Ja. Also trockne deine Tränen. Ich bin bald wieder da. Okay. Flüsterwald ist jetzt verfügbar. Hier hinwarpen? Ja. Let's warp it, baby. Let's warp it. Okay. Also, dann kümmern wir uns mal um den Flüsterwald.
Lasst uns mal ein bisschen flüstern gehen. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Glücksbringer. Schäfchen. Weg mit dir, Schäfchen. Ich kann da drauf einprügeln, so viel ich will. Achso. Gutschen Mama Schafe verprügeln. So, was haben wir denn hier? Aus wie, keine Ahnung, Schokolade. Ich weiß nicht, wie viel ich nehmen kann, aber ich nehme erstmal. Weiter geht es Richtung Flüsterwald. Was zu essen. Füllt das meine RP auf oder meine HP? Meine RP und wahrscheinlich meine HP. Okay. Aber automatischer Spielstand, okay. Wir haben den umgestürzten Baum entfernt, mein Herr. Wir haben das Bauholz zu Studio Palmo gebracht. Er kann es sicher gebrauchen. Dann gehen wir mal in den Flüsterwald. So, da sind wir jetzt im Flüsterwald. Wie bin ich ohnmächtig geworden? Nach meinem Zusammenbruch hat mich Chinas Schrei aufgeweckt. Hä? Eine Stimme. Sie kam von dort vorne. Okay. Cool, das darf ich ausrüsten. Yay, ich habe ein Schild. Wenn dir der Weg versperrt wird, manche Bereiche in Dungeons werden abgeriegelt, sobald du sie betrittst. Wenn du sie wieder verlassen möchtest, musst du entweder alle Tore zerstören oder alle Monster in dem jeweiligen Bereich erledigen. Ah, warte. Ah! Mist, ich will zurück. Oh, verdammt. Drück den B-Knopf während eines perfekten Sprints, um einen mächtigen Sprintangriff auszuführen.
Okay. Das war blöd, weil ich war gerade die ganze Zeit am Schlagen und hatte dann weiter und dann gerade mal nicht hingeguckt. Natürlich dann ärgerlich. War jetzt ein bisschen doof von mir geplant, sag ich mal. Hier noch irgendwas? Oh ja, da ist was. Hammer. Und Erz. Hier ist gar nichts weiter. Muss jetzt mal gucken, wo komme ich her? Falsche Taste? Gut, dann würde ich sagen, muss ich geradeaus. Moin, ihr seid ja viele. Ist noch einer. Könnte jetzt hier sein. Eine Kiste. Ich weiß jetzt gar nicht, was das war. Was war das? Ging jetzt so schnell. Ein Stab mit magischen Kräften. Okay. Davon ist auch noch was. Ein billiges Tuch. Da oben lang. Und hier erstmal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Wow. Okay, die kämpfen hier mit Zaubern schon. Noch was zum Einsammeln. Was ist das? Ein Stock. Hier sind auch noch Sachen. Da sind Pilze. Hier gibt es dann Samen. Da komme ich noch nicht weiter. Okay, da könnte ich aber speichern. Finde ich fair. Dass das in so einem Bereich dann auch nochmal einbauen. So, wir gucken. Ach, war die falsche Taste. Das hier können jetzt hier noch runter. Hier lang. Insektenhorn. Was haben wir hier?
viel Flüssigkeit. Stufenaufstiege habe ich jetzt hier massig, aber ich weiß jetzt noch nicht, was die... Oh. Ein Hemd. Okay. Wir haben ein Hemd bekommen. Darf ich den eigentlich anziehen? Nee, darf ich nicht. Aber das Hemd darf ich anziehen, ne? Ich guck mal, darf ich den anziehen oder nicht? Nee. Das hätte mich jetzt aber auch ehrlich gesagt richtig gewundert, wenn ich den hätte anziehen dürfen. Ich komme hier nicht durchs Wasser durch, ne? Nein, ins Wasser darf ich nicht. Das heißt also, ich muss da lang. Zu machen. Klingenscherbe. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier sau viele Metallschrott. Eisen, 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 da haben wir noch. Und? Noch ein Sch... Runenfähigkeit und Magie. Wenn du Runenfähigkeiten oder Magie einsetzt, kostet dich das RP. Allerdings kannst du dadurch starke Angriffe ausführen und verschiedene Effekte auslösen. Um sie nutzen zu können, musst du sie erst... entweder dem Y- oder dem X-Knopf zuweisen. Dazu musst du im Camp-Menü erst deine Tasche und anschließend Runenfähigkeiten auswählen. Geh anschließend deine verfügbaren Fähigkeiten durch und entscheide dich für eine, indem du den A-Knopf drückst. Abschließend musst du nur noch mehr festlegen, ob du mit dem X- oder Y-Knopf das aktivieren möchtest. Wenn du einen Stab ausrüstest, verbrauchst du beim Nutzen von Magie weniger RP. Okay, Kurzschwert. Schließt in Sekundenschnelle zu einem Gegner auf. Greift mit einem Sprint erneut an. Okay. Das hier wird jetzt was Größeres. Na dann speichern wir doch mal. Fuchsgeist. Aber eigentlich sieht er gar nicht böse aus. Ein Monster? Und Suizid. Es ist riesig. Das Ding ist eine Gefahr für alle, die durch den Wald wandern. Schön, dass du das feststellst. Okay, danke. Haben wir das geklärt? Okay, ich bin weg. Ah, schon wieder erwischt. Ja, weg hier. Ich glaube, wenn ich normale schlage, macht mehr Sinn. Macht das Ding. Also
So ist in die nächste Phase übergegangen. Wow. Erledigt. Es hat sich in einen Menschen verwandelt. Gib sie wieder her. Hä? Meine geliebte Hina. Oha. Sie ist ein Werttier. Ich muss sie zurück in die Stadt bringen. Ein Drache. Wir wollen jetzt nicht, dass ich gegen den Drachen kämpfe, oder? Hi. Bin ich da? Noch ein Monster? Typisch für mich. Verdammt, ich habe keine Wahl. Ich muss kämpfen. Huch. Du... Nimmst du mich mit? Ich verstehe, was es sagt. Genau wie bei Fuka. Kannst du uns nach Rigbad bringen? Klar, wir kennen nicht den Drachen mit dem riesengroßen Rücken. Gut, halt, stopp. Xenoblade Chronicles 2. Ich nehme alles zurück. Da hatten wir das auch. Ja, da haben sie sogar auf so welchen Drachen gewohnt, auf so welchen Kreaturen. Also insofern, alles gut. Freut ihr euch auch schon auf den dritten Teil? Mami! Simone, wird Misa überleben? Mach dir keine Sorgen. Sie ist unterernährt und steht unter Schock, aber ist nicht ernsthaft verletzt. Sie muss sich jetzt nur ausruhen. Verstehe, den Göttern sei Dank. Mami, Mami. Arme Hina. Popley, ich stehe erneut in deiner Schuld. Vielen Dank, dass du sie zurückgebracht hast. Das ist von Hina und mir das Mindeste, was wir tun können. Und das ist... Ich habe der Mutter gerettet und was bekomme ich? Ein Brot. Nein. Zwei Brot. Ah, also das Waffenbrot, womit ich die neuen Rezepte... Sekunde. Ich habe ein Rezept gelernt. Starschwert. Kategorie Kurzschwert. Utensil Schmiede. Und? Ich habe ein Rezept gelernt. Aquamarinroute. Kategorie Stab. Utensil Schmiede. Okidoki. Okidoki, wie auch immer. Wir haben es schon spät. Und ich glaube, jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, wie ich so die Folgen haben möchte, von der Rotation her. Ja, wobei es passt auch nicht. Es waren jetzt 10 Stunden vergangen im Spiel. Hier sind es jetzt knapp 40 Minuten. Oh mein Gott. Gott. Oh, und es ist Nacht. Hört ihr das, die Eulen? Super, und da vorne leuchtet es auch noch. Ist ja nicht so eine... Erddrache. Ah, das ist wahrscheinlich dann mein Erddrache, mit dem ich dann irgendwo hinfliegen kann. Wunderbar. So, dann würde ich sagen... Meiner Seite aus. Klar, ihr wollt die Folgen immer länger und immer länger, aber nein, länger gibt's nicht. Danke fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.